Er ist rund 6 Kilogramm schwer, hat ein Fassungsvermögen von 8 Litern und ist 52 cm hoch. Der DFB-Pokal ist eindrucksvoll und begehrt zugleich. Bis zum großen Finale am 19. Mai wird die Trophäe in Berlin zwischengelagert. Beim offiziellen Handover des DFB im Roten Rathaus hat Vorjahressieger Borussia Dortmund den Pokal an die Stadt Berlin übergeben. Bei der feierlichen Zeremonie war viel Fußballprominenz dabei, darunter Freddy Bobic, Makoto Hasebe und Charlie Körbel, der gemeinsam mit Paul Breitner den Pokal ins Stadion tragen wird. Die Vorfreude ist einfach riesig auch und dass wir jetzt auch als Eintracht Frankfurt wieder so in den Blickpunkt einfach rücken und wir wissen natürlich auch, dass uns das letztes Jahr unglaublich geholfen hat, obwohl wir gegen Dortmund verloren haben. Aber der Verein ist durch diese Aktion Pokal ins Spiel unglaublich in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt und es ist unglaublich viel passiert. So, und ich denke auch, dass es jetzt nach 30 Jahren wieder an der Zeit ist, dass wir den Pokal jetzt wieder mal nach Frankfurt einfach mal holen. Dass die Adlerträger Chancen haben, davon ist man im Eintrachtlager überzeugt. Wir haben letztes Jahr schon eine überragende Runde gespielt, auch im DFB-Pokal. Und dass wir das dieses Jahr nochmal so toppen konnten und auch eigentlich ziemlich souverän geschafft haben, bis auf das eine Spiel, das wirklich hart war, kurz vor Weihnachten in Heidenheim über Verlängerung gegangen sind, ist schon beeindruckend, muss man sagen. Also es ist auch eine Entwicklung in der Mannschaft, im Prozess auch, in der Selbstverständlichkeit, diesen Hunger, die Jungs haben. Die wollten da nochmal hin, dieses Erlebnis haben sie immer in sich gespürt, was letztes Jahr in Berlin war, wie knapp dieses Endspiel auch verloren gegangen ist. Und diese Enttäuschung haben sie in positive Energie einfach umgewandelt und man hat bei den Jungs einfach gemerkt, sie wollen da wieder zurück. Ich bin wirklich optimistisch, weil dieses Pokalspiel hat wirklich seine eigenen Gesetze und bei dieser tollen Unterstützung mit den Eintracht-Fans sind wir auch in der Lage, Bayern München zu besiegen. Natürlich, Bayern ist eine ganz starke Mannschaft, ja. Aber Fußball ist alles passiert. Und ja, wir versuchen und wir gewinnen alles, ja. Ich habe ja das Glück gehabt, mit Eintracht viermal den Pokal zu gewinnen. Und jeder Pokalsieg war einzigartig auch. Aber vielleicht so mein letzter 88 hier, weil dann ja so die Ära DFB-Pokal, Olympiastadion eingeläutet wurde. Das waren natürlich diese Emotionen, wo ich komme ja jedes Jahr hierher. Das spiegelt sich jedes Jahr, kriege ich Gänsehaut, jedes Jahr spielt sich das ab. Und das ist einfach eine unglaubliche Besonderheit, dieser DFB-Pokal. Und deswegen ist er auch für Eintracht Frankfurt, denke ich, unglaublich wichtig. Und ja, wir müssen alle Energie bündeln, alle zusammen, die ganzen Mitarbeiter, um der Mannschaft zu helfen auch und das ganze Umfeld, weil das ist ja auch wieder für eine Mammutaktion, das alles zu organisieren. Aber wie gesagt, letztes Jahr war das gigantisch auch und ja, dieses Jahr wird es genauso gut werden. Und auch im BVB-Lager werden die Daumen für unsere Eintracht gedrückt. Ich würde es auch schon sehr den Frankfurtern gönnen, weil ich glaube, sie haben eine tolle Saison gespielt, wirklich auch eine Überraschungsmannschaft in der Bundesliga und am Ende der Saison dann diese Saison mit dem Pokal in der Hand zu krönen, wäre, glaube ich, großartig. Anders als im Vorjahr verzichtet der DFB dieses Mal übrigens auf eine Halbzeitshow. Außerdem wird es diesmal keine Einlauflady geben, die den Pokal ins Stadion trägt. Das übernehmen, wie eingangs erwähnt, zwei Legenden der jeweiligen Vereine. Charlie Körbel auf der einen und Paul Breitner auf der anderen Seite. Ja, beide haben eine tragende Rolle, wir haben es schon gehört. Gemeinsam wird der Pokal von Ihnen beiden oder euch beiden reingetragen. Muss man das noch irgendwie einstudieren oder macht ihr das spontan? Da sind ja jetzt keine zwei Henkel dran. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie man das aufteilt unter euch. Also für zwei Leute, die eigentlich immer nur mit den Haxen gearbeitet haben, wird es schon ein bisschen schwierig, da plötzlich mit den Händen wichtig zu sein. Aber wir werden üben. Wir werden zu Hause vielleicht mit irgendeinem Bierkrügel üben und dann geht es schon. Vielleicht können wir heute gleich mal ein bisschen üben noch. Natürlich freuen wir uns auf das Ereignis, ich glaube alle. Ja, es sind ja nicht nur die Mannschaft, die Fans natürlich vor allem. Und ja, wir sind wieder hier. Spürst du so ein kleines Knistern natürlich. Es ist ganz klar, sie ist ein schöner Pokal. Weiß natürlich, dass du einen coolen Kontrahenten dagegen hast, der hart zu spielen sein wird. Aber nein, ist einfach toll, dass wir so eine Aufmerksamkeit haben jetzt in den letzten zwei Jahren, gerade hier in Berlin. Das gibt auch uns als Eintracht sehr viel. Der DFB-Pokal ist wieder in Berlin und er wartet auf die Rückkehr der Adler am 19. Mai.